Man sollte bei all den Dingen, die man besser machen kann, nicht die Freude daran verlieren. Davon können sich viele in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Es hilft uns alle was. Wenn viele deutsche Gemeinden das täten, dann ging es uns Deutschen noch wesentlich besser. Also nur Gewinner. Wir freuen uns alle auf die nachhaltige Stadt und wir sind auch im Tourismus und in der Wirtschaftsförderung ganz darauf ausgerichtet. Da will was gehen in der Bevölkerung. Das sind Projekte im Anmarsch. Ich glaube, da wird die KfW und die Altbank noch ihre Freude drin haben. Ich freue mich, in 10 Jahren sieht es hier sicher anders aus. Eine unserer Visionen ist, dass die Firma Elobau sich zu einem energieautarken Unternehmen entwickeln wird. Also wir haben in unseren Werken in Leutkirch PV-Anlagen errichtet. Unsere letzten beiden Erweiterungen sind beides Energie-Plus-Gebäude. Die Bürger, die es machen, somit Energie sparen, auch für den Handwerker, und der da Arbeit hat und sinnvoll beschäftigt ist. Und für die Umwelt, ja. Also nur Gewinner. Kraft ist nachhaltige Energieerzeugung und wir praktizieren hier nachhaltigen Tourismus in einer herrlichen Landschaft mit viel Ruhe, Erholung und Entspannung. Unsere Tourismuszahlen gehen auf jeden Fall nach oben und bei uns beißt sich die Angelegenheit nicht. Das hängt aber sicher damit zusammen, dass sich unsere Bevölkerung in derart hohem Maße auch mit den erneuerbaren Energien identifiziert. Dieses Starterpaket Smart Home haben wir jetzt über ein Jahr hier in der Familie. Wir sind alle positiv überrascht. Ich bin überzeugt, dass ich zumindest Heizungskosten damit einspare, weil ich es einfach effektiver ein- und ausschalten kann. Wir tauschen konsequent seit mittlerweile 4 Jahren die über 40 Jahre alte Straßenbeleuchtung gegen hocheffiziente, moderne LED-Leuchten aus. Wir sparen dadurch mittlerweile schon 31 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Wir bauen hier unser Traumhaus und heizen künftig mit Fernwärme. Und das haben wir auch in der Vergangenheit schon in unserer bisherigen Wohnung gemacht. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, mit dieser Wärme was Positives für unsere CO2-Bilanz zu machen. Das aufbereitete Biogas kann im Prinzip an jeder Stelle Deutschlands aus dem Gasnetz entnommen werden. Das heißt, wir tragen zur Entlastung der Stromnetze bei und in eine speicherbare Energieform. Und gerade die ländlichen Kommunen wie die Stadt Riedlingen und auch die Raumschaft um Riedlingen herum bringt im Rahmen der Energiewende das zentrale Element ein, nämlich Fläche. Und wir wollen heute schauen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Austausch miteinander und im Austausch mit den Experten die Erkenntnisse erweitern können, sodass sie konkret einen Nutzen aus dem Thema nachhaltige Stadt haben. Und dann natürlich gute Partner an der Seite haben, die auch wissen, wie man solche Projekte entwickelt. Da sind wir froh, dass wir mit der EnBW so einen guten Partner bei uns wissen. Die EnBW hat eine entsprechende Erfahrung und Expertise beim Thema Energie- und Klimaschutz. Wir haben das Wissen hier vor Ort. Und dies bei zusammenzubringen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde, das ist das, was uns antreibt. Wir fördern ganz besonders dabei einen dialogorientierten Prozess, wo von vornherein sichergestellt ist, dass die Kommune und ihre Vertreter mit uns gemeinsam sich diesem Problem nähern, sozusagen. Dann haben wir verschiedene Tools an der Hand, weil diese technischen Sachverhalte müssen ja auch verständlich für die einzelnen Bürger, die sich hier beteiligen, auch übersetzt werden. Wenn man das zusammenführen kann, Ideen der Bürger und strukturiertes Wissen, Know-how von der EnBW, das ist eine ganz tolle Chance. Ja, ich bin zutiefst beeindruckt, weil die Bevölkerung, weil die Bürgerschaft hier hinter dem Projekt steht, weil es einen großen Enthusiasmus gibt und weil man das Projekt konkret erleben kann. Davon können sich viele in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Die Bürger haben sich auf die Hinterbeine gestellt und haben hier was Fassbares getan. Dass ein großer Konzern mit seinem Know-how wie die EnBW, eine Kommune und engagierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Und dann kommt so ein tolles Projekt dabei raus. Also auf jeden Fall weniger CO2 verbrauche und lieber klimaneutral leben. Das hilft uns alle was. Ich finde, man sollte bei all den Dingen, die man besser machen kann, nicht die Freude daran verlieren. Also das heißt, ich habe auch Freude am Konsum und ich denke, das ist auch das, warum ich das alles hier mache. Ich habe einfach Spaß dabei und ich fühle mich gut.